Hallo, willkommen bei American Bakery in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir ein Weihnachtspudding. Also das ist etwas, das aus Großbritannien kommt und weil ich nicht dort herkomme, also dann habe ich es nie gemacht als Kind und ich habe noch nie eins gemacht oder gegessen überhaupt. Also hoffen wir einfach, dass ich das hinkriegen kann. Ich finde, das sieht so richtig schön aus. So in den Filmen, wo es so ein Haufen, so Kuchen, Haufen Kuchen, das man anzünden kann, das brennt. Also hoffentlich kriegen wir das auch hin. Aber ich freue mich wirklich drauf und ich bin gespannt, wie es schmeckt. Legen wir los. Viele Zutaten heute. Wir brauchen 450 Gramm oder 3 bis 3,5 Cups gemischte getrocknete Früchte. Ich habe getrocknete Feigen, Datteln und Aprikosen klein geschnitten. 25 Gramm oder halben Cup gemischten Zitronat. Ein kleiner Apfel geschält und klein geschnitten. Ein Esslöffel Orangenschale. 2 Esslöffel Orangensaft. Einen halben Esslöffel Zitronenschale. Ein Esslöffel Zitronensaft. Ein Viertel Cup oder 65 Milliliter Brandy oder Apfelsaft. Wenn man kein Alkohol benutzen möchte, 55 Gramm oder halben Cup Mehl. 1,5 Teelöffel Zimt. Ein Teelöffel Lebkuchengewürz. 110 Gramm oder ca. 1 Cup Rindschmalz oder Pflanzenfett. Ich benutze heute Pflanzenfett. 110 Gramm oder 2 Drittel Cup brauner Zucker. 110 Gramm Paniermehl. 25 Gramm oder ein Viertel Cup gehackte Mandeln. 2 Eier. Das ist echt ein Prozess. Wir fangen an, die getrockneten Früchte, Zitronat, Apfel, Orangenschale, Orangensaft, Zitronenschale, Zitronensaft und Brandy oder Apfelsaft zu kombinieren. Marinieren lassen mindestens 2 Stunden oder über Nacht. Dann in eine große Schüssel trockene Zutaten kombinieren: Paniermehl, brauner Zucker, Mehl, Zimt, Lebkuchengewürz und Nüsse. Fett reinschneiden. Ich finde, das ist am leichtesten mit den Händen. Man soll einen dicken Teig haben. Man muss aber die Hände zwischen Schritten nochmal waschen. Früchte einkippen, rühren bis kombiniert. In eine kleine Schale Eier verquirlen. Eier in den Teig einrühren. Nun, um den Pudding zu dampfen, brauchen wir ein Glas- oder Keramikschüssel, die ca. 2 Liter halten kann. Schüssel großzügig einfetten. Teig in den Schüssel löffeln. Mit einem Löffel runterpressen. Man muss die Schüssel decken. Wenn die Schüssel keinen Deckel hat wie meine, mit Backpapier und alle Folie decken. Noch ein Tipp, den ich gelesen habe, ist ein Schnur umzuknoten, damit es einen Griff macht. Dann setzen wir einen Topf auf dem Herd mit ca. 1 Liter Wasser drin. Ich benutze auch ein Metallsieb zwischen dem Topf und dem Pudding. Man kann auch einen Dampfertopf benutzen, wenn man eins hat. Gedeckte Schüssel reintun, Wasser kochen, über mittelstarke Hitze ca. 7 Stunden. Man muss kontinuierlich mehr Wasser dazugeben, wenn das Wasser langsam runterkocht. Ich musste mehr Wasser ca. alle 45 Minuten reintun. Von der Hitze nehmen und abkühlen lassen.
Jetzt wäre die Zeit, um Löcher einzustechen und Brandy drauf zu kippen, wenn ihr das benutzt. Ich nämlich nicht, also kann ich es nicht anzünden heute. Pudding kann man in eine kühle, trockene Stelle bis zu 6 Wochen aufbewahren. Ich musste die Kante lockern, bevor es aus der Schüssel gekommen ist. Ich musste es sogar ein wenig hochheben, damit die Siegel gebrochen ist. Wenn ihr die Pudding anzünden möchtet, die Brandy drauf kippen und anzünden. Pudding in Stücke schneiden. Das schmeckt gut mit Brandy-Soße. Dieser Pudding ist weich und leicht zu essen. Es ist voller Geschmack mit den Früchten und Gewürzen. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakeringermany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für mehr Rezepte. Aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen.